Atticus Finch, who said, "You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it." Was für eine Persönlichkeit, Barack Obama. Wirst du dir sicherlich bei dieser oder bei anderen Reden von dem ehemaligen US-Präsidenten gedacht haben. Aktuell feiern wir das Jubiläum des Grundgesetzes und Artikel 2 beginnt folgendermaßen. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Und so weiter und so fort. Aber was genau ist die Persönlichkeit eines Menschen? Darum geht es in diesem Video. Bei der ersten Begegnung mit einer völlig fremden Person bilden wir uns automatisch und intuitiv eine Meinung über diese. Innerhalb von nur 100 Millisekunden kategorisieren wir das Verhalten und die Person in mentale Schubladen. Dieser Einordnungsprozess oder auch erster Eindruck genannt, basiert auf das äußerliche Erscheinungsbild und auf das Verhalten, das regelmäßige Verhalten, welches wir bei der Person beobachten können. In solch spontanen und kurzfristigen Urteilsbildungen nutzen wir Menschen kulturelle Überzeugungen. Was ist erlaubt, was ist erwünscht, welchen Wertekompass haben wir und möchten diesen teilen. Inwiefern das in der Praxis stattfindet, möchte ich euch an einem Versuch verdeutlichen. Wir sehen hier zwei sympathische Typen. Welchen von diesen beiden traust du einen höheren Bildungsabschluss zu? Vermutlich wirst du auf diesen jungen Mann getippt haben, aber wieso eigentlich? Wir schreiben unseren Mitmenschen Eigenschaften, Dispositionen zu, die auf erlernte Sichtweisen aus unserer Umwelt basieren. Einige kann man durchaus auch als Vorurteile bezeichnen. Bei der Zuschreibung von Dispositionen auf die Persönlichkeit wird zwischen State und Trait unterschieden. State ist ein aktueller Zustand einer Person, der nicht stabil ist und über verschiedene Situationen sich verändern lässt. Zum Beispiel ist die Aufmerksamkeit jetzt bei dem Video hoffentlich hoch und wenn du das Video dann zu Ende geschaut hast, dann lässt natürlich die Aufmerksamkeit nach. Trait, eine Eigenschaft, eine Disposition, die stabil ist und das Verhalten in unterschiedlichen Situationen beeinflusst. Zum Beispiel Intelligenz. Intelligentes Handeln zeigst du hoffentlich auch in anderen Situationen und grundsätzlich. Solche Dispositionen, also die Zuschreibung von Eigenschaften einer anderen Person, werden von uns im Alltag horizontal und vertikal verknüpft. Eine horizontale Verknüpfung kommt durch den Glauben zustande, dass bestimmte Dispositionen gekoppelt auftreten. Zum Beispiel attraktive Menschen sind intelligenter. Bei der vertikalen Kopplung werden Dispositionen pauschalisiert. Zum Beispiel, wer Angst vor einer Spinne hat, ist grundsätzlich ein ängstlicher Mensch. Das sind natürlich Vorurteile und beide Varianten können auch kombiniert werden. Das fortlaufende Kennenlernen einer fremden Person sorgt für weitere Informationen, die uns hilft, den ersten Eindruck entweder anzupassen oder zu ergänzen. Deswegen trifft die Rede vom ehemaligen US-Präsident Barack Obama den Kern. Denn wir können eine Person und seine Persönlichkeit erst dann richtig einschätzen, wenn wir die Dinge aus der Perspektive des anderen sehen. Andere zu beurteilen ist eine wesentliche Fähigkeit im sozialen Leben. Dieses Vorgehen erleichtert uns den Umgang mit unseren Mitmenschen, indem wir unser eigenes Verhalten auf die individuellen Bedürfnisse des Gegenübers und auf die situativen Gegebenheiten anpassen. Viele der horizontalen und vertikalen Verknüpfungen basieren hierbei auf Vorurteilen. Deswegen ist die Alltagspsychologie zwar sehr praxisnah, sie erfüllt aber nicht die Kriterien der empirischen Wissenschaft. Hierfür wird die Persönlichkeitspsychologie oder auch differenzielle Psychologie genutzt. Diese untersucht die individuellen Besonderheiten von Menschen.
Die Entwicklungsgeschichte der Persönlichkeitspsychologie brachte hierbei 6 Paradigmen hervor, die ich dir gerne in weiteren Videos dann auch näher erläutere. Schreib es einfach unten in die Kommentare. Unser Fokus für die Beschreibung der Persönlichkeit liegt auf dem Eigenschaftsparadigma. Dabei wird die Einzigartigkeit einer Person durch die Beobachtung unterschiedlicher Merkmale im Vergleich zu anderen Menschen desselben Kulturkreises und Alters erfasst. Die Schlussfolgerung basiert auf Regelmäßigkeiten des Verhaltens. Damit man eine Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Menschen herstellen kann, werden Eigenschaften mithilfe des 5-Faktoren-Modells oder auch Big Five-Test genannt, gemessen. Diese 5 Faktoren sind bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt und beinhalten die Dimensionen Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Für die Messung der einzelnen Ausprägungen gibt es verschiedene Big Five-Tests mit unterschiedlicher Itemanzahl. Die Abhängigkeit oder die Anwendung hängt davon ab, inwieweit ein zeitlicher Aufwand und die Genauigkeit im Fokus dieser Untersuchung stehen. Mich interessiert jetzt sehr, wie beurteilst du andere Mitmenschen und worauf achtest du, was ist für dich eine gute Persönlichkeit? Schreib es mir doch unten in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video sehr gefallen. Wenn ja, dann gib mir doch ein Like für dieses Video und abonniere den Kanal, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Kopf voran, Psychologie einfach erklärt.